Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Georgis Kanal. Ich bin heute in Porto Poenza und grüße von der Via Alemannia. Obwohl hier gar nicht so viele Deutsche sind, leider muss man sagen, da verpassen sie richtig was, ist das ein wunderschöner Ort. Vor kurzem war ich schon mal hier und habe den Strand hier auf der rechten Seite vorgestellt. Mehr als 6 Kilometer feinster Sandstrand mit sauberem Wasser, am Ende Kiesel und eine wunderschöne Bucht, wo wir surfen könnten, ist dort auch. Das wird hier auch getan, also sportliche Aktivitäten werden hier groß geschrieben, entweder das Kite- oder Windsurfen oder klar hier ein Porta Alcudia fährt man gerne Fahrrad, das werden wir wahrscheinlich auch sehen im Laufe des Videos. Ich bin jetzt hier an der Via Alemannia und werde jetzt ortseinwärts gehen. Da verjüngt sich das alles, die Straße wird schmaler, der ganze Bereich wird schmaler. Die Häuser, die sind wirklich sehenswert hier. Hier hat man sich dieses mallorquinische Flair weitestgehend erhalten. Wenige hohe Bauten, wenige große Hotels, klar, die gibt es ja auch, anders bekommt man diese Vielzahl von Urlaubern ja auch gar nicht unter. Und obwohl der Ort so schön voll ist, was ist schön, aber voll ist, verteilt sich das Ganze irre gut. Ja, das hier ist ein beliebtes Lokal, wo die Radfahrer gerne mal Station machen. Wirklich klasse. Ganz viele Engländer sind hier, Franzosen. Ansonsten kann ich das gar nicht so sagen. Ob es vielleicht gar nicht so oft in deutschen Katalogen drin steht. Hier das Naturschutzgebiet La Gola. Viele verschiedene Vogelarten kann man hier sehen und ja, eine einzigartige Natur, La Gola. Ansonsten die Palmen hier und alle Pflanzen richtig schick hergerichtet. Es ist sauber hier. Es sind sehr viele Geschäfte, die geöffnet haben und ihre Waren preisbieten, beziehungsweise Lokale, die ja einiges auf der Speisekarte haben. Also hier wird einem nicht langweilig. Hier kann man gut herfahren zum Essen gehen. Oder warum denn nicht den Urlaub hier verbringen. Sehr gerne zeige ich auch noch einmal kurz den Strandabschnitt, der hier Tamarés heißt. Wir sehen glasklares Wasser. Es windet ein bisschen. Der Sand ziemlich sauber. Wie gesagt, falls ihr das Video verpasst habt, ich habe den Strand hier nicht in der ganzen Länge vorgestellt, aber schon einiges gezeigt im letzten Video. Das werde ich gerne noch einmal verlinken hier in der Videobeschreibung. Wie eben schon erwähnt, die Playa Tamarés.
Diese Straße ist übrigens zum Nachmittag hin gesperrt für Autofahren. Wir dürfen nur noch Lieferdienste hier durch. Und dann entspannt sich das Ganze hier zusehends. Aber auch jetzt fahren hier nicht so viele Autos entlang, nur vereinzelt. Und die nehmen weitestgehend Rücksicht, fahren mit reduzierter Geschwindigkeit. Ansonsten, es gibt hier typisch mallorquinische Läden, moderne Läden, also alles, was man so erwartet von so einem schönen Ort wie Porto Poenza. Da rechts hinten hinter den Palmen, da liegt übrigens der Hafen, der Sportboothafen. Viele Yahoos findet man hier. Die Yahoos, die werden hier zum Teil auch hergestellt in kleinen Werften. Das war ja mal ein kleines mallorquinisches Fischerdorf hier. Heute ist nicht mehr ganz so viel davon zu erkennen, aber wenn man genau darauf achtet, erkennt man noch viele Fischerhäuser. Ja, selbstverständlich kann man sich hier auch ein Boot ausleihen oder man kann eine Ausflugsfahrt machen mit dem Schiff, zum Beispiel Richtung Kap Formentor. Hier die Touristeninfo. Hier sind wir jetzt am großen Kreisel. Von hier aus gehen wir jetzt ein wenig in die Altstadt hinein zum Marktplatz und
auch Richtung der engen Gassen. Es gibt ja unwahrscheinlich viele Gassen, wo es auch viel Gastronomie gibt. Richtig deutlich wird das natürlich erst am Abend. Gerade jetzt, wo es so warm ist, geht man natürlich viel lieber am Abend essen. Aktuell haben wir 28 Grad. Wie schon gesagt, noch sind viele Plätze leer. Wir befinden uns ja noch gut in der Zeit, am frühen Mittag. Wenn die Mallorquiner essen gehen, dann meistens erst frühestens ab 13 Uhr, eher Richtung 14 Uhr. Und wie gesagt, zurzeit bei der Wärme dann eher am Abend. Ja, es ist alles angerichtet. Hier gibt es alles, was das Herz begehrt. Hier vorne kommen wir auf den großen Marktplatz. Hier ist, soweit ich weiß, immer samstags Wochenmarkt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube auch mittwochs. Und es gibt hier so viele schöne Fassaden. Echte Hingucker. Werden wir gleich noch mehr davon sehen, wenn wir uns den schmalen Strandbereich angucken. Praktisch den alten Teil von Porta Alcudia. Ha, Pollenza, natürlich. Sorry. Ich wusste, es passiert mir irgendwann, dass ich mich verquatsche. Porta Alcudia ist ein wenig weiter südlich. Das hier ist Porta Pollenza. Aber in Porta Alcudia werde ich demnächst auch mal wieder sein, unbedingt. Auch das ist ein sehr schöner Ort. Was Alcudia selber anbelangt, da war ich auch vor kurzem. Eine echte Puppenstube von Mallorca ist das. So, so schöne historische Häuser, enge
hübsche Gassen. Unbedingt, auch dieses Video kann ich gerne verlinken. Unbedingt mal reinschauen. Und jetzt geht uns gleich noch mehr das Herz auf. Jetzt kommen wir gleich an die Carriere Pescador. Das ist die Straße, die sich hier an dem schmalen kleinen Strand entlang zieht. Ich gehe immer sehr gerne hier direkt an den Häusern entlang, an den Terrassen vorbei, an den Geschäften. Mittendrin. Hier ist schon ein bisschen mehr los. Hier sitzt man wirklich gerne. Richtig schicke Gastronomie. Das Ganze wechselt sich dann ab mit Geschäften, so wie hier. Textil und Accessoires. Hier gehen wir jetzt vorbei am Hotel Miramar. Auch das ist ein echter Hingucker. Typisch mallorquinische Fassade. Hochwertig das Ganze eingerichtet. Personal mit richtig gutem Benehmen. Also hier gehe ich immer sehr, sehr gerne dran vorbei. Das ist so richtig eine schöne Filmkulisse hier. Hier sind wir jetzt mal so richtig mittendrin. Thank you.
Hier kommen wir jetzt am nächsten Hotel vorbei. Auch das ist eine echte Augenweide. Ich werde das Ganze versuchen, nachher nochmal so aus der Entfernung zu zeigen, sodass wir ein bisschen besser alles hier erkennen können. Also wir jetzt direkt dran sind mit der Nase. Es ist aber einfach so faszinierend, hier vorbeizugehen. Das ist Mallorca. Wirklich, das ist Mallorca. Und nicht alles andere, was man so ja, in den letzten Tagen gezeigt hat zum Teil, sondern das ist die mallorquinische Welt. Sehr gerne komme ich jetzt hier an diesen Platz. Auch hier gibt es Top-Geschäfte und dann sind die Terrassen hier ein wenig rausgerückt, sodass hier ein kleiner Platz entsteht. Hier rechts. Auch hier ist alles eingedeckt, alles vorbereitet. Und dann diese Aussicht. Es geht immer weiter mit Geschäften. Die Anzahl nimmt jetzt hier aber ab. Jetzt werden wir hier mehr private Terrassen sehen. Natürlich auch noch kleinere Cafés und so weiter, kleine Geschäfte. Die Straße, der Weg, der wird hier immer schmaler. Und auf der rechten Seite ist die Playa de Albacuís. Und ja, die Häuser auch nicht allzu hoch hier. 2, 3 Etagen, mehr nicht in der Regel. Oftmals hübsche Vorgärten. Ich hätte hier natürlich noch Kilometer entlang, weiter entlang gehen können.
Aber jetzt bin ich tatsächlich hier in der Playa de Albacuís und auch hier bin ich selber begeistert. Das ist nicht immer so gewesen, dass das Wasser hier so sauber ist und der Strand in so gutem Zustand. Wirklich 1A und auch hier ist relativ viel los. Da hinten sehen wir den Hafen, reiner Sportboothafen ist das. Versorgen kann man sich hier natürlich auf allerkürzesten Weg in einen der zahlreichen Geschäfte. Die Anfahrt ist wirklich sehr einfach. Behindertengerecht ist das hier. Man hat so gut wie keine Stufen. Man könnte hier in zweiter oder dritter Reihe parken, wenn man früh dran ist. Das ist ja immer das Zauberwort, früh dran zu sein auf Mallorca. Morgens, wo die Temperaturen noch angenehm sind und wo man sich noch seinen Platz suchen kann. Hier sind wir jetzt wieder auf der Carriera de Pescador. Also für mich eine der allerschönsten Straßen oder Wege auf Mallorca. Das ist wahrer Urlaub, hier lang zu schlendern. Rechts die Geschäfte, Terrassen und hier links direkt am Meer die Außenterrassen. Total schön. Dann die vielen alten Bäume, die zum Teil schon so alt sind und so morsch, dass sie abgestützt werden müssen. Das ist jetzt mehr geworden in den letzten 2-3 Jahren. Teilweise hat man richtige Betonsäulen untergestellt. Ich finde es richtig gut, dass man diese Bäume
erhält und nicht fällt. Kann man sehen, wie es windet. Also da im Hintergrund das eine Hotel, was ich schon gezeigt habe. Jetzt mal aus der Entfernung ein bisschen besser zu erkennen. Der Baum wurde hier abgestützt mit einem kleinen Pfeiler. Mit viel Liebe erstellt hier ein Spielplatz, der hier absolut gut hinpasst, fügt sich hier nahtlos ein. Ja, soweit das Video aus Porto Poyenza. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Dieser Ort ist ein wirklicher Hingucker. Für mich in der einen oder anderen Situation gar nicht so einfach, die Leute zum Kurven. Aber ich denke, also mir zumindest hat es viel Spaß gemacht und ich denke allen Zuschauern auch. Es ist nicht nur schick, es ist auch eine grüne Oase. Man findet hier sehr viel gepflegte Grünflächen, so wie hier. Toll geschnittene Palmen, also ein rundum
perfekter Urlaubsort hier auf Mallorca. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Nehme gerne den Daumen nach oben. Und wer Georgis Kanal bisher noch nicht abonniert hat, ist herzlich eingeladen, das zu tun, die Glocke zu drücken, das alles gerne und kostenlos. Ich verabschiede mich aus Porto Poyenza, sage Tschüss, Adios und Bye Bye. Bis zum nächsten Mal auf Georgis Kanal. Servus.